Grüß dich und herzlich willkommen im 11. Türchen. Heute mit ein paar Gedanken zum Thema Strategie. Was möchte ich mit der kommenden VÖ denn so alles erreichen? Nicht selten produzieren wir hier einen Titel und nachdem der Song fertig gemischt und gemastert und einfach, ja, ready for the people ist, ernte ich dann fragende Blicke, wenn ich meine, was möchtest du mit diesem Song jetzt erreichen? Aber ich finde, das ist ganz eine wichtige Frage. So unter dem Motto, nur wer sein Ziel kennt, findet auch den Weg. Ja? Wir haben ja schon zu Beginn des Adventkalenders von Zielen gesprochen. So, und nun sind wir ganz konkret dabei. Was soll also mit der kommenden VÖ passieren? Was sollen am Ende des VÖ-Zyklus anders sein als jetzt? So dass du sagst, ja, ich habe meine Ziele erreicht. Für die meisten ist so ein Lied einfach nur wieder ein Lied, das ihnen halt gefällt und das sie halt jetzt veröffentlichen. Na gut, diesen Luxus kann sich vielleicht jemand leisten, der das ganze Abenteuer-Schlagerkarriere nur als Hobby sieht. Ja, so unter dem Motto, nicht gehört hat mich ja schon jeder, also freue mich halt auf alles, was so kommt. Ich meine, es ist aber schon allein der Mühe aller Beteiligten geschuldet. Denk an Komponist, an Autor, Musiker, Produzenten und so weiter. Denen allen ist es schon geschuldet, dass das Bestmögliche erreicht wird. Findest du nicht auch? Und damit man Strategien entwickeln kann, braucht es ja mal Ziele. Vielleicht auch nur Zwischenziele. Sonst erreicht man es halt auch nicht. Und ich möchte jetzt mögliche Ziele in den 5 in unserer Release-Anleitung angeführten Bereiche mal vorschlagen. Okay? Diese 5 Bereiche sind Reichweite, Umsatz, Auftritte, Superfans und Prestige. So, starten wir mal mit Reichweite. Das kann ganz offensichtlich im Offline-Bereich zum Beispiel eine konkrete Zahl an Print-Einschaltungen sein. Sagen wir 5 Berichte in regionalen Medien ab 4 Wochen vor VÖ und bis 4 Wochen nach VÖ. Und jetzt gilt es dann genau das auch zu schaffen. Also muss eine Strategie her, wie du zu diesen 5 Artikeln kommst. Weißt du, was ich meine? Oder 3 Radiointerviews. Oder was auch immer deine Reichweite, also deinen Wirkungskreis erhöht. Genau das ist es, was in einem Künstlercoaching erarbeitet wird. Und ich helfe dir dabei, halt diese Ideen zu finden. Aber umsetzen, ja, also an deiner Karriere arbeiten, das musst du schon ganz alleine. So. Das ist halt Künstlerentwicklung. Dir zu helfen, dass du die entsprechenden Fähigkeiten, Fertigkeiten, Connections und so weiter aufbaust. Und die bleiben dir ja. Ja? Und mit jedem Song, mit jedem neuen Release, bist du dann mehr in der Materie drin. Und du kennst die Prozesse und weißt schon, was dich erwartet. Und du weißt, auf was du dich freuen kannst. Und du weißt dann auch, wie du das, was du vielleicht nicht magst, vermeiden kannst. So, 2. Bereich. Umsatz. Ich denke, das ist fast selbsterklärend, aber auch da musst du die Bitte mal festlegen. Wie viel Merch, wie viel Tonträger, wie viel was auch immer möchtest du
Nein, musst du verkaufen, damit der Release ein Erfolg ist. Richtig, du musst verkaufen. Was an Umsatz ist dein Ziel? Und wie möchtest du zum Beispiel 1000 Euro Umsatz erzeugen? Da muss man auch ein bisschen nachdenken und eine Strategie entwerfen. Und vor allem, man muss es dann auch umsetzen und erreichen. Dann der nächste Bereich, Auftritte. Wie viel Promo-Auftritte oder können auch gern bezahlte Auftritte wie viele Auftritte wirst du in den 8 Wochen, also in diesen 4 Wochen vor Release und 4 Wochen nach Release absolvieren? Und wo wirst du auftreten? Wer sind denn da deine Partner? Wer hilft dir, das alles zu organisieren, das aufzustellen? Sind es Gastronomen oder Leute, die ein kleines Geschäftl haben, wo du einen Kurzauftritt machen kannst? Ganz egal, ob große Auftritte, kleine Auftritte. Wenn wir uns zum Beispiel auf 5 Auftritte einigen, ja, kriegst du das hin? 5 Auftritte. Schon möglich, oder? Aber es ist Arbeit. So, nächster Bereich. Superfans. Ja? Ich denke, auch das erklärt sich von selbst. Wie viele Superfans sollen denn durch diesen Release jetzt dazukommen? Und wie und wo wüssten du sie erreichen? Bei deinen Auftritten? Auf Social Media? Über Empfehlung Dritter? Sind zum Beispiel 5 Superfans möglich? 5 Leute, die bereit sind, Geld für Tickets, Tonträger, Merch und so weiter auszugeben, die neu dazukommen. 5 Superfans. Möglich? Gut. Dann noch der Bereich Prestige. Hier, welche eine Aktion willst du starten, die deinem Ansehen gut tut und zugleich auch wem anderen hilft? Ja, das muss immer sein in dem Bereich Prestige. Zum Beispiel eine Sammelaktion zur Unterstützung einer Non-Profit-Organisation. Ein kleines Konzertl oder was auch immer. Das wären mal ein paar Ideen, okay? Und wie du sicher bemerkt hast, haben all die Aktionen, all diese Ziele nur wenig konkret mit dem Lied, das du veröffentlichst, zu tun. Das neue Lied ist nur das Vehikel, die Motivationsgrundlage für dich, aktiv zu werden und rauszugehen. Und vielleicht hast du auch schon gemerkt, nichts davon oder fast nichts davon ist wirklich online. Ja? Aber alle Aktionen werden natürlich von dir online begleitet. Und du berichtest auf allen Kanälen davon. Aber du berichtest vom echten Leben. Ja? Verstanden? All diese Aktionen tragen dazu bei, dass du mehr Sichtbarkeit bekommst. Und in Folge deine Karriere natürlich beschleunigen kannst. Kennst du den Momentum-Effekt? Ja? Dieser Begriff besagt, dass eine Aktie, okay? Und du als Künstler bist in der Sicht von den Verantwortlichen im Musikbusiness, ja, wie eine Aktie. Ja, die steigen kann und so weiter, ne? Also der Momentum-Effekt besagt, dass eine Aktie, die schneller steigt als die anderen, sind dann deine Mitbewerber, dass diese Aktie dazu neigt, dies dann auch in Zukunft zu tun. Okay? Anders gesagt, durch dein Tun, durch das Momentum, das du erzeugst, entstehen unweigerlich Chancen. Chancen, die sie aber eben nur auftun, wenn du in die Sichtbarkeit kommst. Noch so ein schöner Spruch. Mehr Kontakte heißt immer mehr Geschäft.
Je mehr dich kennen, desto weiter rauf geht deine Karriere. Das ist mal ein schöner Schlusssatz für so ein Video heute, oder? Okay. Jetzt möchte ich natürlich noch wissen, wie siehst du das? Schreib doch deine Meinung, wie man aus deiner Sicht so einen Release begleitet. Bist du da bei mir? Was haltest du von dem Ansatz? Oder hast du andere Erfahrungen? Natürlich freue ich mich über jegliche Wortspende, wie du schon hast. Ne? Schick dir auf jeden Fall liebe Grüße. Pfiat dich, bis morgen. Baba.